herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Wortwechsel Nummer 11. Ihr seht drei Bilder und das vierte Bild, Lukas Reimann, er ist direkt aus dem Bundeshaus bei uns dabei und hat ein bisschen technische Probleme, darum haben wir jetzt gerade noch ein bisschen länger gehabt und er versucht, dass er das klären kann und dann wird er sich bei uns einklinken. Wenn ihr seht an eurem Bildschirm, ist Stefanie Gartenmann von Mathe Binderlaken. Hallo Stefanie. Hallo Tom. Stefanie ist Jus-Studentin, ein Jahr hat sie hinter sich in Bern und ist im Vorstand der Jungen Alms. Nachher seht ihr von Ostschweiz Jonas Streule. Er ist auch, darf man das sagen, so etwas Ähnliches wie Jus-Student. Law and Echo. Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Er ist in HSG in seinen letzten Wochen oder sogar Tagen. Gell, Jonas? Hallo. Du hast morgen, was hast du morgen noch vor, Jonas? Du hast mir es vorhin gesagt. Deine Arbeit. Man muss in Arbeit abgeben über Plattformregulierung und automatisierte Entscheidalgorithmen, also Facebook, Instagram. Und ich habe noch lange Nacht vor mir, darf ich sagen. Also, wir versuchen uns kurz zu halten in unserem Wortwechsel. Schön, bist trotzdem dabei. Freue mich sehr. Ja. Sehr gerne. Vielleicht würde ich knapp rauskommen beim Management Summary von deiner Arbeit, aber wahrscheinlich auch nur knapp. Aber das ist interessant. Und du hast, erzähl noch mal ganz kurz, du hast es auch schon erzählt, Law and Echo. Was heisst das, die Kombination in HSG? Also was wir machen, ist eigentlich, wir denken darüber nach, wie man die Wirtschaft am besten organisiert, dass sie möglichst gut funktioniert. Dass mit der Staat setzt rechtliche Rahmenbedingungen und die natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft und dass die uns zu nutzen kommt schlussendlich. Da ist so ein bisschen der Hauptfokus, den wir haben, wo sehr spannend ist. Gerade. Okay. Weil wir in der Schweiz so viele Möglichkeiten haben. Aha. Ja. Gibt es das in der EU auch, so ein Studio? Ich denke, da wird es durchaus gehen, kann ich mir vorstellen. Okay. Aber bei uns, dadurch, dass wir so klein sind, auch an der HSG, wir sind auch ständig von unserem Vorlesungssaal gesehen, auch Kühe auf der Weide. Also, wir sind da nicht so weit abgekommen, sondern recht hemdsärmelig unterwegs. Ja, das ist gut. Ja. Und Stefanie, es ist heiß überall. Bist du schon in die Aare gebaden? Ja, in die Aare noch nicht, aber in Thunersee schon. In Thunersee, okay. Genau. Okay, ja. Genau. Jetzt ist die Zeit. Ja. Richtig. Es ist noch ein bisschen frisch, aber es kommt gut. Ja, ja, es ist für mich aber immer schön, wenn ich weiss, die Tage werden noch länger und die Tage werden länger, aber jetzt haben wir den 23. Juni. Nachher geht es schon wieder auf Weihnachten zu. Ja. Richtig, richtig. Also, spannende Zeiten haben wir. Der Rahmenvertrag, der ist begraben. Hallo Lukas, schön. Sagt jetzt, sag uns schnell etwas, Lukas. Kannst du schnell etwas sagen, Lukas? Dann hören wir, ob dein Mikrofon funktioniert. Ah, oh, ich befürchte, er gehört auch uns nicht. Hörst du? Lukas, hörst du mich? Du schnell ein Handzeichen geben, ob du mich hörst. Ja. Wollt jetzt gerade irgendwie nicht. Jetzt musst du das Mikrofon wieder einschalten. Das kann ich hier machen. Und jetzt, Lukas? Ich höre nicht, Lukas. Ja. Das, vielleicht findest du noch jemanden, wo. Hörst du mir denn jetzt, Lukas? Zeig mir schnell. Ja. Vielleicht findest du jemanden, wo du mit deinem Laptop schnell helfen kann. Fahre hier weiter. Unser Rahmenvertrag. Und was machen wir jetzt gegenüber der EU? Der Georg Hässler, Journalist in NZZ. Heute hat er geschrieben, eine so richtig zündende Idee fehlt gerade. Die Schweiz weiß vor allem, was sie nicht will. Jetzt hat die Schweiz den Raum, den echten Diskurs zu starten. Und der Bundesrat Gassis hat gesagt, wenn man nur noch Grau vor Augen hat, muss man den Elefant auf die Seite schieben, dass man nur noch Grau vor Augen hat. Aber wenn man den Elefant auf die Seite schiebt, was kommt? Hinten führen. Was kommt hinter dem Elefant führen?
Eine so richtig zündende Idee fehlt gerade, schreibt die NZZ. Und man kann auch vielleicht sagen, wie fühlen wir uns jetzt nach dem Rahmenvertragsende? Also die Situation ist ja nach wie vor eigentlich unverändert. Wir haben uns ja nicht geschieden, wie jetzt zum Beispiel England, wo auch neue Verhandlungen hat müssen machen. Wir haben uns zum Glück gerade vor einem Verlöbnis gerettet, wo wir schwierig wieder wären rausgekommen. Und die bestehenden Verträge, die wir haben, die bilateralen, die sind alle noch da. Auch das Freihandelsabkommen ist immer noch da. Also die Situation ist relativ unverändert. Und da wird sicher einen guten Weg geben, da weiterzufahren. Also ich denke, man sollte im Moment vielleicht nicht, man darf sich freuen, wir haben auch gefestet, weil es eine lange Zeit war, bis die Situation geklärt worden ist, aber auch nicht jetzt im zu grossen Fantasie aufbauen oder jetzt zu schnell will jetzt nochmal einen neuen Punkt setzen. Ich denke, man sollte mal die Sache jetzt mal so lohnen, schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt das Erste, um gerade neue Pflöcke einzuschlagen. Wir sind mal zufrieden, so wie es ist im Moment. Es hatte da ein paar Ideen gehabt, die ganz schnell kommen. EWR-Beitritt jetzt oder geht ein direkter EU-Beitritt, das Volk soll das durchwinken oder sehr kreative Geschichte und so. Oder andere sagen, ja, jetzt tun wir einfach weiterhin durchwursteln. Wir müssen uns jetzt einfach durchwursteln. Also ich finde nicht, dass wir uns durchwursteln. Wir haben einen guten Weg bis jetzt gehabt, der für beide funktioniert, wo wir die Schweiz nicht komplett haben müssen aufgeben müssen, weil das wollen wir ja wirklich nicht und das wäre mit dem Rahmenabkommen wäre das passiert und mit dem EU-Beitritt würde das sowieso passieren und das darf sicher nicht kommen und morgen aber ist ja noch die Arena, EU-Schweiz drinnen bleiben oder draussen bleiben und ich glaube, es ist so ein bisschen die ähnliche Diskussion wie dann beim EWR, also dann bin ich noch gar nicht auf der Welt gewesen, aber da ist jetzt Untergangsstimmung und wir werden weiss nicht was verlieren und so und das ist es alles nicht. Wir haben einen guten Weg, der besteht und so können wir auch weiterfahren. Darum glaube ich, all diese Weltuntergangsszenarien werden gar nicht eintreten, sondern wir werden einen guten Weg finden, für da in Zukunft zu schreiten. Aber wir müssen weder in EWR-Raum beitreten, noch zur EU beitreten, dass wir da auf einen weiten Weg kommen. Du hast die Arena erwähnt, gell, Stefanie? Du darfst Gast sein morgen. Und richtig. Morgen ist das heute ein kleines Aufwärmen schon. He? Ja. Wir haben ja, du hast vorhin erwähnt, so die gewisse Szenarien, wo die Leute Angst machen, sind gefallen. Ich wollte gerade ein Thema aufgreifen: Strom, unser Stromverbund. Tatsache, dass wir in Europa alle miteinander verbunden sind im Stromnetz. Die Gefahr von einem Blackout, von einer Strommangellage oder von einem kompletten Stromausfall. Und das ist ganz plötzlich, ein bisschen oft in den Medien kam jetzt plötzlich und viele Leute haben irgendwie das scheinbar vorgeholt, um zu sagen, seht ihr jetzt, ohne Rahmenvertrag haben wir ein Stromproblem. Die Beobachtungen habe ich dann noch mal nicht so gehört, wo Frau Leuthardt da unser Energiepaket durchpaged. Oder die höre ich auch nicht in Zusammenhang mit allen Elektroautos, die jetzt plötzlich alle umeinander fahren, dass man das eigentlich in dem Zusammenhang auch sehen könnte, höre ich nicht so. Jonas, du befasst dich sehr mit dem Thema. Haben wir ein Stromproblem wegen dem Rahmenvertragsende? Vom Stromproblem her wäre es eigentlich schleuer gewesen, wenn das Ende vorne gekommen wäre. Es hat, 2019 hat es mal einen längeren Beitrag gegeben, auch von der HSG, wo geheißen hat, die Unsicherheit in der Regulation, also wie man mit der Energie umgeht, oder die Sicherheit wäre besser als jegliche Subventionswirtschaft. Das heisst, so ein bisschen da die hängende Situation, wo man hat, oder Stromabkommen, Rahmenvertrag, schon 2019 hat man bei uns doch gesagt, eben der Rahmenvertrag hat eh keine Chance. Warum schiesst man den nicht ab, dass man dann eine Lösung finden kann, bilateral in diesem Sektor? Und da kann man eigentlich froh sein, oder dass man jetzt mal den Tisch bereinigt hat. Weil jetzt kann man die Sache regeln. Und da ist auch das Beste, um die Stromsituation zu stabilisieren. Weil, also da hängt nicht an den Verträgen, da hat schlussendlich, ich bin nicht Techniker, aber viel mit dieser Flatterenergie zu tun. Oder? Ja. Da sind sie auch auf uns angewiesen, definitiv. Weil wir haben die Möglichkeiten, gerade wenn es zu den Schwankungen kommt. Ich glaube, es ist, die Axpo hat im Februar müssen Stausee abgelassen, um das nicht das europäische Stromnetz zusammenbrechen.
weil man halt schnell viel Energie gebraucht hat. Und da ist von da gekommen, schlussendlich. Jeder Kubikmeter Wasser in der Stausee vor der Schweiz kann man als Strom verkaufen. Ne? So, so ist es. Ja. Der Swissgrid hat im EU-Gerichtshof hat sie eine Klage eingereicht, weil die EU die Schweiz anfängt auszuschliessen, oder? Aus dem Stromverbund. Und da hat der Werner Luggibühl, der Chef von Elcom, das ist so ein bisschen, er schaut, dass wir politisch weiter im Strom haben, hat so gesagt, die Schweiz brauche ich halt schon mehr Autonomie im Strom. Oder? Er hat das Wort Kernkraftwerk nicht ins Mund genommen. Er hat gesagt, ja, das ist halt eine politische Frage. Sofort ist er ein bisschen ausgeglichen. Aber wir haben schon ein Problem, oder? Zu wenig Strom, aber auch dürfen wir, will niemand mehr, dass wir Stromkapazitäten bauen, oder? Auch Grimselstaumauer, oder? Ein paar Meter höher und einfach ein Niet von unseren ja, sehr grünen Mitbürgern in der Schweiz. Also wird es irgendwann mal halt einfach einen Crash geben, bis die Leute erwachen. Ich meine, ein Blackout. Das ist natürlich eine paradoxe Situation, oder? Also wenn man nicht Stauseen aufbauen will, die beste Verhandlungsmasse wäre, wenn es darum geht, dass man Netzstabilität garantiert als Schweizer Teilnehmer von dem Strommarkt, wie wir gesehen haben, aber gleichzeitig nicht bereit ist, zu erkennen, dass man nicht einfach nur auf Flatterenergie vertrauen kann. Weil was man braucht, wenn man die dezentrale Energie hat, sind eben genau die Netze, oder wo dann zur Diskussion stehen und wo es bei den Verhandlungen schwierig macht, dass man den anderen mitmachen lässt, oder? Und aus meiner Sicht sowieso, also über Kernenergie muss man reden. Man hat uns, junge Generation, hat man da einfach vorgeschrieben, dass es da jetzt nicht mehr gibt. Kann man auch mal so sehen, oder? Ich meine, und schlussendlich, für mich ist es sichere Energie und es würde uns Unabhängigkeit geben und auch Verhandlungsmacht, oder wenn es um die Stromsache geht. Ist eine Technologie in den Kernkraftwerken, ist die heute genau dort, wie sie vor 25 Jahren war? Also eine rhetorische Frage. Ist Kernenergie gefährlich mit der heutigen Technologie? Also ich bin weder Physiker, Chemiker noch sonst irgendetwas. Jonas, vielleicht kennst du dich ein bisschen besser aus. Aber in vielen Ländern sind am Forschen, sei das die USA, sei das England, sei das China, damit auch genau das sicherer kann werden. Oder man ist ja immer auf dem Weg, sich zu verbessern und so weiter. Und ich glaube, wir dürfen nicht einfach Türen zutun vor dieser Technologie, was wir ein bisschen Tendenz dazu haben, sondern wir müssen das offen behalten, was gibt es für eine Variante. Das ist ja inzwischen hat sich das natürlich auch weiterentwickelt, es ist effizienter, es ist sicherer geworden und da dürfen wir uns diese Möglichkeit nicht einfach zutun, weil eben, wie es schon angetönt ist worden, wir rasseln in eine Stromabhängigkeit rein, wir sind ja schon drinnen. Und ich meine, auch zukünftige Krisen sind wir nicht davon ausgeschlossen. Wir haben jetzt gesehen mit Corona, was ist mit Ernährungssicherheit, mit Gesundheitssachen, da sind wir nicht mehr Freunde untereinander. Oder? Da schaut gleich jeder für sich selber am Schluss des Tages und da müssen wir wirklich uns auch bei Nase nehmen und das Fallbeispiel Corona jetzt auch ernst nehmen, dass wir auch zukünftige Sachen, Strom etc. unabhängiger werden. Das ist wirklich wichtig auch für zukünftige Krisen. Und da sicher auch die verschiedenen Technologien, die es eben gibt auf dem Markt, in Erwägung ziehen und dann abwägen, was ist die beste, oder? Mhm. Genau, ich habe mal mit einem Kollegen geredet, der Physiker ist an der Uni, also doktoriert an der Uni Zürich, und der hat mir so gesagt, er findet es einfach lächerlich, oder? Dass der Fukushima-Effekt, der da so ein bisschen ausgelöst hat, die Reaktion, die Schnellreaktion, sondern die Kurzschlusshandlung. Er sagt, es ist dann schon schlimm, wenn man die ganze Technologie verbietet, nur weil jetzt jemand in ein Tsunami-Gebiet an den Rand vom Meer ein Kernkraftwerk angebaut hat und das sich zugedeckt worden ist von einer Flutwelle, oder? Ja, genau. Die Facts zu Fukushima und der Mythos oder das Bild, wo wir irgendwie in eine Quäsche haben bekommen. Ja, eben im Zusammenhang von dem du hörst halt dann auch das Wort, dass es ein kleiner Kindergarten ist, oder? Dass die EU da sagt, ihr dürft nicht mitmachen mit diesem Stromnetz oder so. Jemand hat auch geschrieben, imperiales Gehabe der EU, oder? Und ja, man kann sich dort fragen. Gell, Lukas, du hörst uns, aber wir hören dich nicht.
Es gibt nicht viel. Hast du niemanden, der dir irgendwie helfen könnte, deinem Laptop? Irgendein IT-Mensch, der dir das anklicken könnte, das Richtige? Ja, also. Dann hören wir vielleicht beim nächsten Mal noch etwas aus dem Bundeshaus noch. Ja. Ich habe noch etwas Interessantes, das ich euch auch kurz gemeldet habe. Der Blick hat eine Umfrage, also das Resultat von einer Umfrage, rausgelassen jetzt nach dem Rahmenvertragsende. Und jetzt schreiten plötzlich zwei Drittel, also damals, nein, sorry, ich muss es so sagen. Vor 4 Wochen hat der Blick gesagt, zwei Drittel wollen in die EU. Und jetzt sagt er, nur jeder Viert. Also jetzt ist nur so 25%, die jetzt in die EU wollen. Wir haben schon damals über die Umfrage dort geredet. Und ich selber finde es immer wieder interessant, wenn ich doch irgendwie anspringe und so etwas beeinflusst mich irgendwie, wenn ich so etwas lese. Und ich muss mir sehr Mühe geben, dass ich Umfragen möglichst nicht mehr so verrückt glaube. Oder? Wie habt ihr es, wenn du so einen Titel lesest? Ja, ich finde, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie ist die Frage gestellt worden, etc. Und es gibt natürlich immer viel Interpretationsspielraum. Und je nachdem, es kann natürlich auch sein, weil jetzt gescheitert ist, hat man das Gefühl, ja, okay, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen und so. Man muss das immer ein bisschen relativieren und dann auch im ganzen Zusammenhang sehen. Darum ist immer ein kleines Abwägen, wie viel man dem jetzt noch glaubt und wie viel nicht. Jonas, gehst du manchmal den Fragekatalog nachklicken bei so einer Umfrage? Das wird leider nie geliefert. Leider, ja? Ja, also ich bin bei so Umfragen immer, also der Wert von so Umfragen ist höchst bedenklich. Ich schaue meistens auch ein bisschen, wo es herkommt, oder wer ist der Auftraggeber. Das sagt meistens schon viel, weil es ist leider so, oder die Objektivität. Man kann leider nicht mehr viel Vertrauen schenken bei so Umfragen. Aber es ist immer noch ziemlich ein Machtmittel für die Öffentlichkeit zu manipulieren, oder? Eine Umfrage. Leider schon, ja. Leider, aber schon, ja. Umfragen produzieren Überschriften und Überschriften werden gelesen und meistens funktioniert es gut so. Mit diesem Rahmenvertragsende da ist jetzt halt auch die Kohäsionsmilliarde, das ist irgendwie 1,4 Milliarden oder so, 1,3, gell? 1,4, genau. Ist halt das Thema gekommen und dann haben ein paar irgendwelche, ich weiß nicht wer, Journalisten, Beamte, haben das Wort Marktzutrittsgebühr gezaubert und dann ist das Wort aber nach 2, 3 Tagen wieder verbunden, oder? Verschwunden. Marktzutrittsgebühr. Was ist jetzt das, die Kohäsionsmilliarde? Wie würdet ihr das benennen? Ja, ich finde Marktzutrittsgebühr eigentlich sehr treffend, weil schließlich vorher ist eigentlich die Meinung gewesen, oder man will die Staaten, wo wirtschaftlich gesehen nicht so gut dastehen, will man unterstützen. Das ist jetzt nicht mehr so Sinn und Zweck, sondern der EU hat einfach gesagt, ihr müsst das zahlen, ist unverhandelbar. Und das ist einfach wie eine Bedingung, eben, dass wir zum Markt zutreten. Und ich finde das schon sehr erpresserisch und auch gefährlich, wenn wir plötzlich anfangen zu zahlen. Für an einem Markt zutreten, weil dann werden andere Länder auch können sagen, ja, ihr habt ja EU auch gezahlt, dann könnt ihr uns auch etwas zahlen. Und die erste Kohäsionsmilliarde, wir haben ja schon mal eine gezahlt, ist ja von der Schweiz gezahlt worden unter der Bedingung, sie höre auf mit dem Piesacken. Das ist auch nicht passiert, die Piesackerei. Wir sehen es ja tagtäglich, lesen wir es in den Medien, dass die Piesackerei einfach nicht will aufhören. Und das finde ich schon sehr bedenklich, wenn wir jetzt die zweite einfach bedingungslos, ohne irgendwie Recht und Pflichten auszuhandeln, einfach würden zahlen. Das geht wirklich nicht, weil es ist schließlich auch Steuergeld, das von uns kommt, das wir erarbeitet haben. Und das einfach so wegzugeben, ohne irgendwelchen Sinn und Zweck, das geht gar nicht. Haben wir ein Gefühl für 1 Milliarde Schweizer Franken? Ja, ist ein, wenn man es budgettechnisch anschaut, ist ein relevanter Faktor. So ein Milliard, der gibt man jetzt nicht einfach so mal aus. Es ist ein bisschen gefährlich in letzter Zeit geworden mit Corona-Hilfen und mit EU-Hilfen und so. Da wird einfach mit 300 Milliarden um sich geschmissen, als ob man irgendwie im Zirkus beim Jonglieren wäre. Und so, und man muss sich immer wieder bewusst werden, oder was ist das? Also wie viel Arbeit braucht es, dass 1 Milliarde Franken auf dem Tisch liegt? Und sehr wichtig, oder? Ich weiß nicht, wie es Politiker haben.
Ja, der neue, wenn man ein bisschen im Bundesrat schaut, ist es ein neuer Wind, der jetzt weht, oder ist es nur eine Verschnaufpause? Und da hat es ja ein interessantes Referat vom Bundesrat Ignacio Cassis. Er war in Österreich, also an einer EU-Konferenz, Wachau an der schönen Donau. Er hat ein gutes Referat gehalten, hat dort eigentlich nochmal darauf hingewiesen, ja, hört, liebe EU, es ist halt einfach, in gewissen Zusammenhang ist es nicht machbar gewesen. Personenfreizügigkeit, an dem ist es einfach, hat es schon gar nicht kommen können, der Vertrag mit uns. Und dann sagt er, ein Thema, das nicht nur bei uns in der Schweiz, sondern europaweit sehr sensibel ist. Wer Ohren hat, der höre. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört, oder? Und nachher sagt er auch Unionsbürgerrichtlinie, also das Stichwort Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen, Lohn- und Arbeitnehmerschutz, die drei Elemente, an denen, wo man sich auch geschliffen hat. Es hat keinen Spielraum gegeben. Und nachher ist etwas noch Schönes gefallen. Es ging um grundlegende Interessen unseres Landes. Und mir hat in letzter Zeit gedacht, in den letzten Jahren der Bundesrat hat irgendwie nicht mehr so das Wort Interesse für ihn genommen. Dass er sagt, ich vertrete hier die Interessen von Schweiz. Wir machen es super, ich schalte jetzt die Kamera ab, wenn ich nicht mitreden kann und lasse euch einfach weiterhin zu. Also gut, ja, Lukas, merci. Ja, so ist es halt. Irgendwann beim nächsten Mal hoffen, klappt es wieder. Ja. Merci, Anna und Lukas, für die paar Spaziergänge durchs Bundeshaus. Interessant. Ja. Also, der Cassis sagt klar, ihr EU hat ja auch ein Problem mit der Personenfreizügigkeit. Sehen Sie das in Brüssel auch so? Oder was denken Sie in Brüssel über Ihre Personenfreizügigkeit? Es sind ja immer ihre heiligen Kühe oder ihre heiligen Grundfreiheiten, aber schlussendlich eine Personenfreizügigkeit so stark in Zentrifugalkräfte ausgelöst, dass der ein oder andere vom Karren gespickt ist, oder? Und also wenn sie da nicht für sich selber reflektieren oder erkennen, dann sehe ich schwarz. Ja, Brexit, der Brexit-Auslöser, hä? Und dass der Bundesrat das Wort Interesse, das Interesse von Schweiz sehr öffentlich herstellt. Haben wir das, also ich habe in letzter Zeit das Wort nicht mehr so gehört. Das Interesse von Schweiz sind die Folgendes. Jetzt haben wir es wieder auf dem Tisch, oder? Bleibt echt das, oder werden wir wieder ein bisschen ins Lavier reinkommen in den nächsten Jahren? Das ist, finde ich, sehr eine berechtigte Frage. Ist natürlich gut, hat der Bundesrat ein bisschen spät, aber er hat es eingesehen, oder, dass das Rahmenabkommen überhaupt nicht eben in dem Interesse der Schweiz ist. Aber man muss natürlich schon sehen, der Bundesrat hat ja nicht Nein gesagt, zum Beispiel zum EuGH und so weiter. Er hat Nein gesagt zur Unionsbürgerrichtlinie. Und ich glaube, da müssen wir schon auch aufpassen, in welche Richtung dass denn das zukünftig geht. Es werden natürlich sicher wieder neue Sachen auf den Tisch kommen. Ich meine, die EU wird nicht locker lassen. Ob ich auch sehr zunehmend Probleme hat oder sie sind sich ja auch in vielen Belangen nicht mehr so wahnsinnig einig. Das merkt man noch nicht so ganz, aber ja, da herrscht eine gewisse Unsicherheit. Ich würde mal sagen, man darf sich positiv freuen, aber nicht zu sehr freuen und immer kritisch weiterhin schauen, was abgeht. Weil eben gewisse Sachen, die ja auch uns sehr nicht entsprochen haben, die dynamische Rechtsübernahme etc., da hat man grundsätzlich nichts dagegen gehabt. Und das finde ich schon sehr kritisch und wo man muss schauen, dass dann das nicht schlussendlich gleich kommt. Oder man, also für mich bleibt klar, die grösste Problematik ist die Unterwerfung vom Europäischen Gerichtshof. Wenn man ein bisschen schaut, wie er handelt, jetzt hat er sogar im Deutschen Bundesverfassungsgericht vorgeworfen, dass sie sich nicht dürfen äußern, wenn sie mal ein kritisches Wort sagen, wenn die EZB so ein Mandat überschreitet. Die lassen sich überhaupt nicht reinreden. Und da sieht man genau, dass sie den Rechtsraum zusammenzwängen, schlussendlich, dass sie in einer Position bist, wo du noch beitreten kannst. Ich weiss, dass der EuGH ist der grösste Integrationstreiber vom Europäischen von der Europäischen Union, dass man die Mitglieder auf Linie bringt und wenn man das akzeptiert, dann ist der Weg in die EU klar. Da sind wir de facto auch drinnen, wenn wir im EuGH drinstecken. Es hat ein Historiker, der André Hollestein, ein langes Interview gegeben, einen Blick, wo er so ein bisschen in der Geschichte der Schweiz eigentlich herausgefunden hat,
dass die Schweiz nicht eine Willensnation ist, sondern eine Nation wie der Willen. Also man hat die Schweiz dann im Wiener Kongress und so in der Schweiz einfach gesagt, so organisiert euch jetzt als stabiles Gebilde, wir brauchen ein bisschen Stabilität in der Mitte von Europa. Und dann haben die Schweizer, ich weiß auch nicht, zähneknirschend halt die Schweiz erfunden. Interessante These. Aber was mich eigentlich, er hat so gesagt, ja, die rechtsbürgerliche Schweiz, die schreien immer nach Unabhängigkeit. Und das Wort Unabhängigkeit finde ich interessant. Wenn wir das mal ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen, unabhängig heisst ja nicht abhängig, heisst überall alle Stecker gezogen, komplett autonom, autark, wir sind für uns allein, niemand sagt uns nichts. Und so. Ich habe das Gefühl, nein, das ist die Schweiz nicht, das ist sie nie gewesen. Kann sie das jemals werden? Unabhängig. Es ist natürlich auch jetzt die Definition von unabhängig, oder? Wir sind unabhängig in unseren grundlegenden Entscheiden. Wir sind ein eigenständiges Land, das selber ihre Gesetzgebung machen kann, wo das Volk der Souverän ist und so. Und das ist ja Autoabhängigkeit. Wir können selber entscheiden, mit wem wir Handel betreiben etc. Natürlich, wir sind im Herzen von Europa. Und das ist jetzt die Realität. Und auch die EU ist Realität, aber die EU ist nicht allein Europa. Und dass wir wichtige Handelsbeziehungen miteinander müssen pflegen. Und dass wir auch natürlich nicht können sagen, wir sind jetzt isoliert, wir sind ja schließlich keine Insel, ist überhaupt nicht möglich. Wir sind ein Stück weit voneinander abhängig. Aber wenn wir natürlich so als Schweiz uns jetzt anschauen, sind wir viel unabhängiger von allen anderen, weil wir selber können entscheiden, selber können schalten und walten, wie wir unser Land gestalten und auch in Zukunft als andere europäische Länder. Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, wofür wir ja eigentlich auch kämpfen, schlussendlich. Dass genau das Schweizer Volk der Souverän kann bleiben und wir selber können entscheiden, mit wem wollen wir handeln, mit wem wollen wir nicht handeln, wie wollen wir handeln und eben auch, dass Länder wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, wir werden ja nachher noch sprechen können, dass Russland und Amerika zu uns kommen und sagen, wir hocken an einem Tisch in ein neutrales und unabhängiges Land, das nicht irgendwie noch Sanktionen hat verhängt oder so, dass wir da herhocken können und einen friedlichen Dialog miteinander können führen. Und ich glaube, das sind Eckpfeiler, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir die auch in Zukunft aufrechterhalten. Und definierst du, Jonas, Unabhängigkeit? Unabhängigkeit ist für mich die Entscheidung, zum nicht mitmachen. Oder? Gerade wenn es um die Richtung geht. Wenn man im Verband drin ist, ist egal, wo es ist, wenn man mit den Kollegen vorgeht oder wenn man vielleicht bei der EU mitmachen will, dass man sich die Handlungsfreiheit behalten, dass man einfach irgendeinem Punkt sagt, nein, da bis da noch nicht weiter. Das ist für mich Unabhängigkeit. Die Entscheidung, zum nicht können mitmachen. Und die müssen wir so lange behalten wie möglich, dass wir auch einmal in eine andere Richtung gehen. Oder? Und ich denke auch längerfristig gesehen, werden wir die EU, sage ich jetzt mal, auch überleben, weil das ideologische Konstrukt von einem freien Europa etc. ist ja eigentlich schön und gut, wenn man das einfach mal so ein bisschen andenkt, aber wenn man es nicht durchdenkt. Es funktioniert nicht ganz, es wird sehr zentralistisch, die Länder haben gleich unterschiedliche Kulturen voneinander, unterschiedliche Vorstellungen, wie sie ihr Land gestalten wollen. Und ich glaube, das funktioniert eben im Grundlegenden nicht. Wir müssen schauen, dass wir sicher miteinander handeln, das ist ganz wichtig, friedlich miteinander zusammenleben. Schließlich sind wir sehr eng aufeinander in Europa. Aber es funktioniert nicht, dass wir von Anfang Ideologien zusammen in eins vermischen und einfach nur noch eins Europa am Schluss sind. Da sehe ich keine Zukunft dahinter. Sehr schön, Stefanie. Ein herrliches, fast das Schlusswort. Die Schweiz wird die EU schon überleben. Sehr schön, sehr schön. Ein Gruß an Brüssel. Wir werden euch überleben. Ja, mir gefällt, du hast auch das Wort eigenständig gesagt, Stefanie. Ich persönlich brauche öfters das Wort eigenständig, weil das eben, da entscheide ich über mich selber und unabhängig bin ich nicht. Und das, ich finde, es kann uns auch niemand so die Wörter wie Isolation und Abschottung und so, wenn uns jemand das in den Kopf werft, dann hat er eigentlich schon verloren mit dem Wort, weil um das geht es. Hier gar nicht, bei uns nicht, bei der bürgerlichen Schweiz nicht. Wir wollen eigenständig sein und das heisst überhaupt nicht, dass wir uns abschotten. Und das finde ich, es macht mich aber immer schon einfach mal madig, wenn ich die Wörter höre. Oder das denke ich mir, ja. Ja, wir können jetzt eigentlich, eben, vom Lukas erfahren wir leider nicht viel aus dem Bundeshaus live, aber wir auf
aufgehoben. Also wir schieben das auf. Wir werden sicher noch ein bisschen hören, wie jetzt im Bundeshaus, wie sie jetzt da die Rahmenvertragsgeschichte definitiv mal in die Schublade tun oder ganz weg. Wir haben natürlich die Medien nicht gerade auf dem Bundeshaus gehabt in den letzten zwei, drei Tagen, sondern in Genf, wo sie diskutiert, ja, es muss jetzt eine Klimaanlage gebaut werden in der Villa, weil wenn es keine Klimaanlage hat, können die zwei Herren nicht zusammen reden. Und wo die Schweiz ein schönes Fenster hat bekommen, oder? Haben wir genossen auf eine Art, das Fenster, oder? Stefanie? Das, was in Genf ist abgegangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch eben ein weiteres Zeichen, oder, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und dass wir auf dem richtigen Weg sind auch, dass eben Russland und die USA sich herfinden hier und zusammen miteinander verhandeln, reden über ihre Probleme, die sie haben miteinander, ihre Knirschereien und so, dass sie hierher kommen, uns das Vertrauen schenken, dass sie hier in Frieden und eben so können miteinander diskutieren. Und das finde ich ein riesen Erfolg für die Schweiz. Und es zeigt auch, dass eben genau das wichtig ist, dass wir neutral und unabhängig bleiben, dass genau so Sachen weiterhin noch möglich sind. Wenn jetzt die Schweiz gerade von Anfang an bei den Sanktionen gegen Russland folgend auf den Zug wäre mitgestiegen, wäre der Putin auf Genf gekommen, Jonas? Was meinst du? Also, das wäre ein absolutes No-Go gewesen, oder? Es gibt einem Freiheit, aber es heisst eben auch, dass man sagt, man hat eine spezielle Position in dieser Sache. Man ist nicht dabei. Es ist ein Weg, wo man sich dafür entscheidet, dass man eben genau kann, unabhängige Plattform sein, wo die anderen auch glauben. Bei dieser Unabhängigkeitsfrage geht es nicht um, welche Verträge bestehen und alles. Schlussendlich geht es darum, dass Russland weiß und denkt und merkt, wie der Hand liegt, gerade wenn es um solche Sanktionen geht, dass wir nicht mitmachen bei dem, dass wir niemals vorverurteilen, wenn ein Block auch in dem Raum ist, dass wir uns dagegen entscheiden und manchmal auch in Kauf nehmen, dass wir Probleme bekommen. Und das ist der Preis, den wir zahlen dafür, dass wir für die Weltgemeinschaft, sage jetzt mal, die guten Dienste bereitstellen. Und ich glaube auch, wir haben jetzt hier viel einen grösseren Dienst gemacht, eben jetzt, wie du hast gesagt, vielleicht auch an die Welt, dass sie bei uns herkommen können, als wenn wir jetzt irgendetwas anderes hätten, uns eben bei der EU-Beitritt gemacht, dann hätten wir niemandem gross damit geholfen. Sondern ich denke, genau das ist auch das Wichtige. Und die EU ist ja da viel schwerer, nicht so agil wie wir. Wir können da viel agiler handeln und sind viel schneller bereit, eben so Sachen können zu ermöglichen, weil wir eben auch nicht gerade sofort sagen, wir die Sanktionen hier verhängen und Sanktionen dort, sondern wir mal abwarten und zusammenkommen und reden miteinander und dann wird dann entsprechend auch gehandelt. Ja, es zeigt uns, es zeigt es eigentlich immer, es zeigt es in meinem Dorf, es zeigt es in der Schweiz, es zeigt es auf der Welt, oder? Klein und fein und fit, oder? Versus gross und kompliziert und fett und ja. Und wer ist schneller, wer ist fitter, oder? Dann müssen wir Sorge haben. Dann müssen wir Sorge haben. Hört, ich danke euch vielmals. Jonas lassen wir jetzt gerade springen, weil er hat seine Arbeit da noch irgendwie etwas mit Algorithmus, oder? Kannst du eigentlich nicht einen Algorithmus einstellen, wo der die Arbeit schreibt? Kann man das nicht? Das könntest du doch, oder? Das trifft den Punkt von der Arbeit relativ gut, oder? Ich habe gerne menschlich gemachte Sachen, weil die doch noch eine gewisse Imperfektion haben, und das ist doch das, was das Leben am Schluss ausmacht, oder? Auch okay. Die Sachen, die ich mir mal in meine Arbeit hineinschreibe und mit dem Professor ein bisschen mal lachen, kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen ausmacht. Und da kann da kein Algorithmus bringen. Also, sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Wohl, hört, ihr drei, danke fürs Mitmachen. Sehr flott, seid ihr da gewesen. Danke für die Einladung. Merci, liebes Publikum, seid ihr dabei gewesen. Wir haben einen nächsten Wortwechsel. Gleiche Zeit, gleicher Ort, auf eurem Gerätli. Der ist am Donnerstag, am 1. Juli, 17:30 Uhr. Wieder auf der Website von Raums, dort bekommt ihr den Link. Ihr könnt in der Zwischenzeit auch wieder Mails an die E-Mail-Adresse wortwechsel@aums schicken, wo ihr irgendwelche Beobachtungen, Fragen eben zur Eigenständigkeit der Schweiz könnt mailen. Dann wünsche ich euch drei am Bildschirm, euch allen, die zuschauen, noch einen schönen Abend, vielleicht einen guten Schwung im Bodensee, Aare, im Rhein, wo auch immer. Auf Wiedersehen miteinander. Tschüss. Danke, schönen Abend.